Wenn man einen Menschen wie Claudia kennt, lernt man Ruhepausen erst richtig zu schätzen. Und diesmal hatte sie sich selbst übertroffen. Sogar nach einer Stunde fiebte mir ihr Gequatsche noch in den Ohren. Oder fiebte es tatsächlich? Alex? Ja? Sag mal, was beruhigt mehr? Das? Oder das? Eine Luftgitarre? Hast ja recht. Wahrscheinlich muss ich einfach akzeptieren, dass ich die Medikamente nicht durch meine Musiktherapie ersetzen kann. Es sei denn, du hast einen Vorschlaghammer im Sortiment. Stimmt. Und bei dir, alles okay? Klar. Sag mal, glaubst du nicht manchmal, dass Papa und du, also dass ihr euer Leben gerne anders leben würdet? Ja, klar. Wie klar? Na, Papa wollte ja eigentlich Künstler werden. Und jetzt muss er hart arbeiten, weil er eine Familie hat. Und ich musste auch eine Menge Kompromisse machen. Das heißt, ihr seid nicht glücklich? Wie kommst du denn darauf? Ja, du hast doch gerade gesagt, dass ihr eigentlich alles anders machen wolltet. Na, aber das ist ja gerade das Schöne dran, dass es manchmal eben einfach anders kommt, als man denkt. Und du glaubst, dass Papa das genauso sieht? Ganz sicher. Deswegen sind wir ja so glücklich miteinander. Oh Mann, entweder hatte sie wirklich früher zu viele Trips geschmissen oder die Maultrommel hatte schlechte Schwingungen oder sie war einfach nur so beschränkt. Mir konnte die Sache sowieso egal sein.